Auf nahezu jedem System gibt es eine Version von Tiger Woods PGA Tour. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass rechtzeitig zum PlayStation 3 Start der Tiger seinen Schwung auf der neuen Sony-Konsole ansetzt. Hier schauen wir uns gerade den Abschlag von Tiger Woods auf dem vierten Loch des Spyglass Hill Kurses an. Der Abschlag ist eben nicht ganz gelungen. Er fliegt etwas zu weit ins Publikum hinein. Aber immerhin nicht out of bounds. Das bedeutet keinen Strafschlag, jedoch muss er aus dem Rough herausschlagen. Mit einem L-Wedge chippt Tiger den Ball Richtung Fahne. Die Schlagstärke definiert ihr durch die Ausholbewegung. Je weiter ihr den Schläger nach hinten führt, desto stärker wird der Schlag. Klar. Obwohl die Annäherung gar nicht so schlecht war, verzieht der Perfektionist Tiger Woods das Gesicht. Jetzt kommen wir zum Putten. Befindet sich der Ball auf dem Grün, wird ein Gitter eingeblendet, das euch über die Neigungsverhältnisse des Grüns informiert. Na also Tiger, nach diesem gelungenen Birdie-Schlag darfst du uns dein schönstes Grinsen zeigen. Nun wenden wir uns dem neuen Gameface-Modus zu. Im Endeffekt ist das nur ein normaler Editor. Allerdings ist er so gut gemacht, dass man ihn durchaus hier in einem Video vorstellen darf. Der neuartige Editor macht deswegen so viel Spaß, weil er einfach zu bedienen ist. Warum einfach? Nun, mit beiden Analogsticks lassen sich in Windeseile alle Eigenschaften eines Gesichtes verändern. Bringt ihr genügend Zeit mit, könnt ihr eigentlich jedes beliebige Gesicht nachahmen. Auch die Garderobe eures Golfers lässt sich in Windeseile mit Hunderten von Kleidungsstücken, Accessoires und sonstigem Schnickschnack an euren Geschmack anpassen. Der ausführliche Shop-Bereich ist ja schon seit Jahren ein bekanntes Feature der Tiger Woods-Serie. Am Ende zeigen wir euch noch eine kleine Neuerung der PlayStation 3-Version. Dank des Six-Axis-Controllers dürft ihr nämlich nun dem Ball einen Spin geben, indem ihr das Pad in die entsprechende Richtung rotiert. Mir ist dieses Rumgerödel allerdings zu stressig. Ich mag die klassische Controllerbelegung lieber.